Hallo und herzlich willkommen in Jules Weihnachtsstube. Heute ist ja der 6. Dezember und der Nikolaus kommt. Also ich glaube, ich höre ein Klopfen. Ah, ja, man hört ihn schon. Hohoho, bist du denn die kleine Elena? Ja, tatsächlich. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Oh, danke schön. Ja. Darf ich mich ein bisschen dazu setzen? Gerne. Ha. Hallo, liebe Freunde. Geht's dir gut? Ja, danke. Schön in den Advent gestartet? Ja, sehr schön. Toll. Ja, und wie lange ist es her, dass du schon kriegst du zum Nikolaus noch eigentlich Geschenke? Oder ist es jetzt was, wo du schon lange nicht mehr bekommen hast? Tatsächlich eigentlich nicht mehr. Nicht mehr macht man das dann in einem Alter nicht mehr so? Also ich glaube, vor ein paar Jahren haben wir noch von den Schwiegereltern was bekommen. Ja? Tatsächlich. Ach schön. Ja, aber nee, nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr so viel Süßigkeiten zu Hause. Schnappen wir einfach von den Kindern was. das ist eine gute. Das muss ich mir für später mal merken dann. Genau, weil die Kinder schenken mir ja gerne, da kommt der Nikolaus ja gern. Also wenn nicht gerade der Krampus kommt, aber du warst ja auch brav, deswegen dachte ich mir, das wird auch mal Zeit, dass auch die älteren Kinder auf jeden Fall belohnt werden, ja. Das ist genau. Schön, danke. Ja. Magst du schauen, was drin ist? Gern, ja. Machen wir schon auf. Ja. Gut. Dann... Der Teaser ist ganz schön fest. Gell, die mal immer fester wird, ne? So, schauen wir mal was. Ich hoffe, euer Stiefel war heute auch sehr gut gefüllt. Ja, ja. Kann man schon erkennen. Hast du gerade schon gesagt, gell? Schön. Irgendwas von... Star Wars? Ja. Ein Sturmtruppler. Ein Wackelkopf. Kannst du dir ins Auto? Ja, weil der auch mit... ins Auto kleben? An den Schlitten. An meinen Schlitten, stimmt, ja. Stimmt, du hast ja kein Auto. Ganz vergessen. Genau. Dann, ja, der kommt vorne auf meinen Schlitten. Gleich hinter Rudolf, weil der hat ja so eine fettleuchtende Nase und das ist ja ein Solar... Sturmtruppler, da kann der dann auch gleich mit der roten Nasen Rudolf-Energie aufgeladen werden, damit es einen Kopf wackelt, oder? Ja, perfekt. Süß. Also voll leicht, gell? Ja. So, und ein bisschen zusammendatscht, aber ja. Cool. Witzig. Stell mal dazu. Ja. Schön. Ja. Wollen wir den zweiten Würfel auch gleich? Also, oder magst du? Gerne. Du bist heute komplett... Dann Gast. Mach ich mal hier beim. Genau, der DeLorean. DeLorean zerstören. Nein, dann kommen wir noch nicht mehr zurück, dann, wenn wir dann irgendwelche Zeitreisen machen wollen. Du hast mir vorher schon verraten, dass du den Film auch schon öfter gesehen hast. Also zurück in die Zukunft? Ja. Schön. Aber wenn es in Wirklichkeit auch so einfach gehen würde. Ja, okay, einfach war es ja auch nicht dort. Nicht immer, wenn sie Wahnsinn. Denken, wow, was ist das jetzt alles? Das ist aber ein Riesenteil. Und ich glaube, ach so. Das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger, das aufzukriegen, rauszukriegen. Das gehört links, oder wo gehört das hin, glaubst du? Werbung. Werbung. Werbung oder... Nikolaus bringt Werbung. Rabatt für irgendwas. Ist vielleicht auch irgendwo durchgerutscht, könnte jetzt auch sein, das wäre böse. Also da weiß ich jetzt leider nicht, wie ich das, ohne dass man was kaputt macht, rauskriegt. Darf ich auch versuchen? Gerne. Okay. Mal. Vielleicht bist du kräftiger. Ich bin zwar etwas molliger, aber ob die Kraft in mir stärker ist. Übrigens, der Nikolaus ist einer der wenigen Figuren, die weniger oder bis gar nicht Bodyshaming abbekommen. Und ich finde, das sollte man sich ein Beispiel nehmen, weil niemand sollte Bodyshaming abbekommen hier, ja. Ich habe noch nie was gehört, dass der Nikolaus zu dick für irgendwas sei, ja, ja. Also kommt immer durch jeden Kamin durch und jeder Mensch ist super, so wie er ist. Das wollte ich nur mal so sagen, ja. So, jetzt stelle ich mich genauso dumm an.
Vielleicht lassen wir es einfach drin. Ja, also es ist ein Kuscheltier von Stranger Things. Stranger Things. Das ist auch so, Kuscheltier von Stranger Things. Also. Ja, aber warum? Ach Gott, okay. Das ist wirklich ein Würfel, den wir jetzt ein bisschen dehnen müssen. Oh Gott. Oh yeah. Ui, jetzt hat es geschafft. Okay, ein... Also ich weiß nicht, ob das zweite Teil, was da so halb noch reingeschaut hat, noch dazugehört, weil da war irgendwas mit einem T-Shirt und ich glaube, aber vielleicht gehört das links zu der Red Bull-Dose dazu, die wir schon geleakt haben. Egal, das wird irgendwann ja vielleicht zum 12. dann erscheinen. Genau. Aber ja. Nicht spoilern. Ja. Ja, ich habe zwar... Ich habe die Serie gesehen, bin aber gerade ein bisschen irritiert, wer genau hier dargestellt ist. Ich bin wirklich... Also ich habe es ja leider nicht gesehen, aber nicht hundertprozentig gesehen. Aber der Böse war ja früher mal ein Mensch. Ach! Und das wahrscheinlich okay. Ist es zweigeteilt. Jetzt hat, ja, ja, das macht Sinn. Ich habe, glaube ich, nur die letzten Dinge gesehen, aber da habe ich, ist mir, glaube ich, hängen geblieben, dass der ja... Sich dann, also, okay, okay. Da haben wir verwandelt hat. Genau, da haben wir praktisch halb ein Stranger Things Plüsch-Figürchen. Nett. Auch, also, ja, Netflix. Ist auch, ja... Eine der Serien, die sehr gut gegangen ist, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Schön. Ja, da haben wir heute mal zwei Film-Franchises, von Star Wars und von Stranger Things, ja. Ja, stimmt. Toll. Sehr schön. Interessante Dinge. Ja. 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 So, was hast du heute noch vor? Ja, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen hier bleiben. Ja. Und dann quatschen wir noch ein bisschen. Gerne. Wenn du Zeit hast. Natürlich, gerne, ja. Und dann nicht mehr viel. Ja, wir machen uns einen gemütlichen Abend. Wir haben, wir haben vorher schon einen Pistazienlebkuchen gegessen. Ja, einen Lebkuchen. Genau, also ein... Sehr leckeren. Ja, genau, also ein, also heute würde man dazu Dubai-Lebkuchen sagen, aber... ja, wir sagen einfach Pistazienlebkuchen. Ja. Er war auch... So günstig wie ein Pistazienlebkuchen, nicht überteuert wie etwas mit Dubai im Namen. Ja, genau. Ja. Genau. Nee, ja, machen wir es uns noch gemütlich. Ja. So, bevor ich mit meinen Schlitten wieder abhau. Und genau. Euch wünsche ich auch noch einen wunderschönen Abend und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Und einfach... Ich glaube, in alter Frische ist schon alles gesagt, ja. Ja. In neuer Frische. Nee, wie sagt man es dann? In einfach putzmunter. Mir fehlt, ach, es ist einfach so viele Kinder auf der, mir fehlt einfach der Schlaf schon. Ich weiß, also, das rechtfertige ich jetzt damit, gell? Okay. Bis morgen einfach, gell? Macht's es gut. Ciao.